Heute sprechen wir darüber, wie du deine erste mündliche Prüfung analysierst, damit die zweite noch besser wird. Willkommen zurück, Abiturathleten. Mein Name ist Leo Eckel und wir sorgen gemeinsam dafür, dass du durch Top-Abiturprüfungen zu deinem Traumnotenschnitt kommst. Heute sprechen wir darüber, wie du deine erste mündliche Abiturprüfung so analysierst, damit die zweite noch besser wird. Und das ist in meinen Augen eine der wichtigsten Sachen, aus seinen eigenen Fehlern zu lernen. Zu verstehen, was habe ich eigentlich in der Vergangenheit gemacht und wie kann ich es besser machen? Erfolg besteht im Prinzip aus drei Komponenten, sagt Thaddäus Koroma so auch immer. Erstens hast du die Vorbereitung. Das ist einfach die Phase, wo du lernst. Du lernst, eignest dir das ganze Wissen an. Dann kommt Stufe 2 oder Phase 2. Das ist für mich die Aktion. Das ist dann in eurem Fall eben einfach die Prüfung, wo du wirklich dein Wissen dann eben sagst, du versuchst zu präsentieren und versuchst eine gute Note zu bekommen. Und dann denke ich so, aber wenn meine Prüfung rum ist, dann ist meine Prüfung noch rum, was soll da noch kommen? Und genau das ist der Fehler, den alle machen. Denn als dritter Punkt gibt es die Nachbereitung oder wie ich es lieber nenne, die Analyse. Das bedeutet, du schaust auf das, was du gemacht hast, zurück und überlegst dir, was kann ich daraus für die Zukunft ableiten. Und speziell mit den mündlichen Abiturprüfungen ist es einfach die beste Möglichkeit ever, weil im Prinzip in der ersten Woche habt ihr eine mündliche Prüfung und in der nächsten Woche habt ihr die zweite, die wieder genau den gleichen Aufbau, das gleiche Muster hat. Und wenn man wäre komplett behindert, wenn man sich das nicht zu Nutzen machen würde. Und genau das werden wir in diesem Video tun. Wie macht ihr das konkret? Ist im Prinzip mega, mega einfach. Das Entscheidende ist nur, dass ihr es wirklich macht. Ihr müsst es wirklich machen. Ihr müsst diese Analyse wirklich ernst nehmen. Und zwar nehmt ihr euch beispielsweise, wie ich hier, ein Blatt Papier oder ein Heft oder whatever. Und dann schreibt ihr euch jeden Teilaspekt von dem, was ihr bis zum Prüfungsende eben gemacht habt, auf. Das wären beispielsweise erstmal das Lernen. Ja, das ist die ganze Phase, in der ihr euch vorbereitet habt. Lernen. Und dann schreibt ihr euch für diese Phase auf. Was habe ich da gut gemacht? Das bedeutet, was möchte ich zu beibehalten? Und was könnte ich noch besser machen? Nicht, was habe ich schlecht gemacht? Wir wollen ja nicht in den Problemen bleiben, sondern wir wollen uns auf die Lösung orientieren. Also, was könnte ich noch besser machen? Das bedeutet, ihr habt dann im Prinzip hier die ganzen Einzelphasen aufgelistet und dann daneben habt ihr, was lief gut, was will ich so beibehalten oder noch mehr machen und was könnte ich noch besser machen. Das sind die beiden zwei Spalten und dazu fügt ihr, das macht ihr eben für jeden einzelnen Teil des Ablaufs. Das bedeutet eben fürs Lernen, dann für den Vortag selbst. Ja? Die Leute sagen, das Lernen endet ja im Prinzip irgendwann. Kann aber natürlich auch noch am Vortag sein, aber der Vortag hat natürlich einen ganz, ganz großen Einfluss darauf, wie der Prüfungstag ablaufen wird. Deswegen überlegt euch, was war am Prüfungstag, was ich noch hätte besser machen können. Am Vortag. Beispielsweise, ich war am Abend noch länger am Handy und habe dann deswegen halt eine halbe Stunde weniger geschlafen und ich habe schon in der Früh irgendwie gemerkt, dass mich das ein bisschen beeinflusst hat. Dann beispielsweise, okay, kurse lief der Vortag super gut, ich habe entspannt, Ich habe noch gut gelernt, konnte echt noch ein bisschen was für die Prüfung machen. Nur am Abend habe ich vielleicht ein bisschen zu wenig geschlafen. Das will ich das nächste Mal besser machen. Dann hast du wieder einen konkreten Punkt, auf den du dich fokussieren möchtest. Dann gehst du weiter. Tag der Prüfung. Und damit meine ich jetzt nicht die Prüfung selbst, sondern die ganze Zeit von Aufstehen, bis du dann in die Schule fährst. Was lief da gut und was hättest du da gerne noch besser gemacht? Beispielsweise, du hast dich gut entspannt, du hast Musik gehört, war alles top, aber dann kamen deine Eltern noch und wollten noch, du musstest noch irgendeine wichtige Sache machen, die dich einfach ein bisschen aus dem Konzept gebracht hat. Dann, was willst du dann besser machen? Das Entspannung war gut, Musik hören hat dir super gut getan, auf jeden Fall wieder machen. Und dann, als was kann ich besser machen? Nicht sagen, oh, meine Eltern dürfen nicht mehr, weil du sollst dich nur bei all diesen Sachen nur darauf konzentrieren, was du beeinflussen kannst. Nicht, wie es gelaufen ist, sondern was kann ich beeinflussen. Das bedeutet, in dem Fall war der Fehler nicht, dass deine Eltern gekommen sind. Es liegt nie an den anderen. Es ist nicht der Fehler, dass deine Eltern gekommen sind und gesagt, du musst das und das noch machen. Sondern der Fehler war, dass du im Vorhinein das nicht auf dem Schirm hattest. Ist ja auch in Ordnung, konntest du ja nicht wissen. Und es ihnen nicht gesagt hast. Deswegen, was kannst du, was kann ich, ne, so ist ja die Fragestellung, das nächste Mal besser machen. Das bedeutet, jetzt gleich deinen Eltern sagen, dass dich das letzte Mal gestört hat. Oder einfach nur, dass du in Zukunft einfach am Prüfungstag bitte keine Aufgaben mehr bekommen möchtest, weil du dich einfach voll fokussieren willst. Und dafür werden sie wieder Verständnis haben. Nächster Aspekt ist dann unmittelbar vor der Prüfung. Das bedeutet wirklich die Zeit, wo du schon in der Schule bist. Da kann es sein, dass du dann mit wem anders gequatscht hast, lässt dich aus dem Konzept gebracht hast.
dann das nicht mehr machen. Es kann sein, dass du dir deine Lieblingsmusik angehört hast, das hat super gut funktioniert. Oder dass du nochmal meditiert hast. Oder dass du dir nochmal die drei Sätze gesagt hast. Ich fühle mich sicher, ich bin bereit, ich habe Lust zu performen. Dass dir das einen richtigen Push gegeben hat. Dann mach das wieder. Dann auch die Prüfung. Nicht nur die Prüfung als Ganzes analysieren, sondern wirklich die einzelnen Punkte. Während du die Präsentation entwickelt hast, während deiner halbe Stunde Einzelarbeit sozusagen, was lief da gut? Hast du zu schnell gearbeitet, zu hastig? Hast du langsam gearbeitet? Lief so perfekt? Hast du irgendeine Methode angewandt, die super für dich funktioniert hat? Schreib dir auf, was lief gut, sondern was hast du gut gemacht und was willst du noch besser machen? Ganz wichtige Punkte. Dann, auch wenn es dann in die richtige Prüfung vor den Lehrern geht, auch das nicht wieder als Gesamtes sehen, sondern was lief in der Präsentation super? War es gut, dass du gestanden bist? War es gut, dass du gesessen bist? All diese Punkte, was willst du da noch besser machen? Was lief gut? Nicht was lief gut, ich sage selbst schon falsch. Was hast du gut gemacht? Nur weil der Lehrer dich schief angeschaut hat, heißt nicht, der Lehrer darf dich nicht mehr schief anschauen. Sondern das Entscheidende ist, was du da besser machen möchtest, egal welchen Gesichtsausdruck der Lehrer macht, ich bleibe voll bei mir und arbeite weiterhin konzentriert und präsentiere meine Sichtweise so, dass es für den Lehrer anschaulich ist. Und dann schlussendlich auch im Fragenteil. Was hast du gut gemacht? Warst du entspannt? Warst du zu aufgeregt? Wie kannst du selbst das Ganze besser beeinflussen? Stell dir wieder die Fragen. Was habe ich gut gemacht? Was will ich noch besser machen? Und dann theoretisch, ja, auch nach der Prüfung, hast du dich zu wenig gefreut. Dann mach das besser. Ja? Also überleg dir wirklich auch, wie kannst du den ganzen Prozess am besten machen. Und wenn ihr die ganzen Sachen beachtet, dann könnt ihr einfach riesen krassen Fortschritt von der ersten Prüfung zur zweiten Prüfung machen. Und dann werdet ihr einfach in die letzte Prüfung nochmal richtig, richtig krass rasieren. Das wünsche ich natürlich wie immer für euch. Ich glaube an euch. Wir beide sehen uns im nächsten Video. Euer Leo. Erfolg besteht aus Vorbereitung. Das einzig Wichtige im Leben ist, dass ihr euch vorbereitet. Niemals nachbereitet, niemals analysiert und auch überhaupt nicht die Aktion ausführen.